Das folgende ist eine Fernsehauffassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Assassination Classroom nicht ersetzen soll. Assassination Classroom gehört Shueisha, Yuzu Imatsui und Lerche. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Okay, ich weiß. Ein komisches Alien-Tentakelviech, das wirkt schon wie eine ganz andere Art von Anime. Aber hier geht es nicht um das böse Wort, das mit H anfängt und mit NT endet, sondern um eine ganz normale Anime-Klasse, die versuchen möchte, ihren Sensei umzubringen. Und ja, das ist wirklich der Plot. Ich spare mir hier auch mal alle einzeln vorzustellen. Ich meine, ihr wisst doch, wie das Ganze läuft. Die mit Special-Haarfarben sind wichtig, der Rest füllt den Raum eigentlich nur auf. Kommen wir lieber dazu, wie es zu dem Ganzen hier eigentlich gekommen ist. Das Alien-Viech aka Kono-Sensei, hat nämlich den Mond zerstört. Das gleiche wird er nächstes Jahr auch mit der Erde tun und die Regierung kann nichts dagegen tun. Also haben sie sich auf einen Deal eingelassen. Kono-Boy darf Lehrer spielen und die Schüler bekommen die Gelegenheit, ihn umzubringen. Oder ja, auch das ist der Plot, die Regierung gibt einer Schulklasse das Schicksal der gesamten Welt in die Hände. Dazu kommt auch noch, dass die Schüler hier die Klasse E sind, was heißt, dass sie die größten Loser der gesamten Schule sind. Deswegen haben sie natürlich auch Komplexe und deswegen dreht Nagisa durch und sprengt sich einfach mal, um Kono-Sensei umzubringen. Das Ganze war auch eigentlich der Plan von dem Idioten hier, nämlich Terasaka. Kono-Sensei hat das Ganze natürlich easy überlebt und diese Attacke hat ihn auch sauer gemacht, weil sie das Leben von Nagisa aufs Spiel gesetzt haben. Und by the way, fürs Protokoll, das hier ist ein Er und keine Sie. Kono macht also hier klar, dass falls noch so etwas passieren sollte, würde er ihre Eltern absolut aus dem Leben rainen. Man muss dazu auch sagen, die Schüler sind hier wirklich selten dämlich, denn einer von ihnen hat versucht, Kono-Sensei mit einem Baseball zu killen. Was hat dieser also gemacht? Naja, bis der Ball bei ihm angekommen ist, weil er sich mit Mach 20 Geschwindigkeit bewegen kann, hat er sich noch einen Handschuh geholt, um seinen Schüler absolut zu disrespekten. Was ihn hier so depressiv macht, dass er den Handschuh wohl an den Nagel hängen möchte. Aber hey, ich bin mir wirklich sicher, dass bei der Geschwindigkeit selbst Hamamura das Viech nicht hätte treffen können. Wobei, mit seinem Geschrei hätte er es wohl doch noch geschafft. Wie dem auch sei, Kono-Sensei hilft ihm dann auf seine eigene Art und Weise? Nein, hier passiert nicht das, was ihr denkt. Er konnte nämlich so herausfinden, was der beste Wurf für den Boy ist. Es geht hier auch weiter mit Karasuma Sensei. Er kommt nämlich in die Klasse für Sportunterricht. Da ihre Anschläge aber trotzdem alle eine nach dem anderen in die Hose gehen, braucht es wohl einen coolen, rothaarigen Anime-Charakter. Ja, Assassination Classroom ist nämlich das Prequel zu Kuroko no Basket. Der neue Schüler heißt hier Kama und ist voll cool, weil er einen O-Saft trinkt. Aber hey, er ist immerhin effektiver als die anderen Pappnasen. Außerdem triggert er hier Kono Sensei, weil er ganz genau weiß, dass wenn dieser als Rache jemanden aus seiner Familie umbringen würde ihn das als Lehrer disqualifizieren. Ja, Kama ist etwas durchgeknallt, aber ziemlich trickreich. Kono kontert hier aber mit ein wenig Nagellack und einer neuen Frisur. Kama ist dann auch so psycho drauf, dass er sich einfach mal von der Klippe stürzt, um Kono-Sensei so umzubringen, selbst wenn er dabei sterben würde. Aber unser Tentakel-Omi kann die Situation natürlich einfach entschärfen und danach freunden die beiden sich auch ein wenig an. Aber ich denke, ihr habt es schon gemerkt, irgendetwas fehlt hier in diesem Anime. Zwei bestimmte Dinger fehlen hier doch ganz klar. Ja, also, komm schon, es ist ein Anime, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Die neue Lehrerin Irina ist nun nämlich am Start. Die gute Irina versucht Kono-Sensei mit ihren speziellen Fähigkeiten umzubringen. Das Ende vom Lied ist aber, dass die Schüler einen Schrei hören. Und Kono-Sensei wohl die Vorurteile, die über ihn als Tentakelwesen herrschen, wahrgemacht hat. Na gut, nicht ganz, das sah nur so aus, denn das Ganze war ja nur eine normale Massage. Und damit kommen wir auch mal zur richtigen Schule. Denn unsere Klasse besteht ja aus den Außenseitern. Deswegen sind sie die ganze Zeit im schäbigen Gebäude. Außerdem werden sie von den anderen Schülern immer wieder gehatet. Der Direktor findet das Ganze auch ziemlich nice, weil so die Schüler Angst davor haben, in die Klasse von ihnen abzusteigen. Weswegen sie alle beim Lernen zum Super Saiyajin oder so werden. Doch bei der Lehrerin, die sie jetzt am Start haben wird, wohl der ein oder andere Schüler sich noch dümmer stellen als Ruffy, der gedacht hatte, er könnte einen 1 gegen 1 gegen Kaido gewinnen, um in diese Klasse zu kommen. Da nun auch die Zwischenprüfungen anstehen, wird Kono-Sensei zu Naruto, um seinen Schülern zu helfen. Und in diesem Anime werden die Klausuren genauso dargestellt, wie ich sie damals empfunden habe. Nämlich Monster, die lebendig werden und sich raiden wollen. Durch Kono-Senseis Unterricht sind aber alle die Super Son Gohans geworden und killen den Text. Bis auf die letzte Aufgabe. Was daran liegt, dass der dreckige D-Rex einfach ein anderes Thema am Ende drangenommen hat. Ist zwar ein bisschen blöd für unsere
unsere Boys und Girls, aber Karma hat die Prüfung trotzdem auseinandergenommen. Und nach dem ganzen Lernen gibt's hier auch mal eine spicy Klassenfahrt. Es geht also nach Kyoto. Doch dort werden sie von der Bootleg Kyoto Manji Gang überfallen. Aber auch in der City ist Karma immer noch der Boss. Problem ist nur, dass es ein wenig zu viele sind. Deswegen werden hier ihre Waifus entführt. Sie spüren die Rowdies demnach wieder auf und auch Koro-Sensei kommt als Verstärkung dazu. So können die Loser gewonnen werden. Außerdem hauen Nagisa und Co. den Rowdies den Stoff des nächsten Tests so richtig in die Birne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Klassenfahrt ist jedoch noch nicht ganz vorbei, denn ein Sniper versucht nun sein Glück, um Koro zu erledigen. Natürlich scheitert er hier brutal. Denn nicht jeder kann die Piccolo-Präzision am Start haben. Wie aber jede Klassenfahrt geht diese hier auch zu Ende und der Schulalter kehrt damit zurück. Was aber gar nicht so schlimm ist, da sie nun eine neue Schülerin bekommen, nämlich Rizu. Aber wie immer hilft auch das Ding hier nichts gegen Koro Boy. Doch die gute Dame entwickelt sich immer weiter und findet so langsam ein Schlupfloch. Weil das ganze Koro hart genervt hat, hat er sie einfach mal mit dem Waifu-Programm geladen und so komplett umgepolt. Dann morgen. Dani, ohayo. Naja, wie dem auch sei, kommen wir lieber zum zweiten Schüler, der nun eingeführt wird. Darf ich vorstellen, der selbsternannte Bruder von Koro-Sensei, nämlich Itona, auch bekannt als Bootleg Killua. Die beiden haben sogar damals bei Dragon Ball Z mitgemacht. Weil sie natürlich auch wahre Brüder sind, fetzen sie sich hier. Und wie es aussieht, hat Itona ebenfalls Tentakel am Start. Durch das Sehen von diesen Attacken bekommt Koro aber harte Flashbacks und wird wütend. Außerdem hat Itona noch seinen Vormund im Schlepptau, der ihm hilft. So bringt er unseren Koro-Sensei ganz schön in die Ecke, aber mit den Messerchen, die eigentlich Koro umbringen sollte, kann er seinen Bro austricksen und hier alle machen. Weil er aber weiße Haare hat, schiebt er sich irgendwelche Komplexe und möchte weiterkämpfen. Sein Vormund, Shiro, stoppt ihn jedoch dabei und nimmt den Kleinen wieder mit. Da dieser Itona-Boy aber das gleiche wie Koro drauf hat, rückt dieser nun mit der Sprache raus, gibt zu, dass er kein Alien, sondern eine künstlich erschaffene Lebensform ist. Dieser Plot wird aber hier unterbrochen von dem Baseball-Typen aus Folge 2. Okay, hör zu, ich mag Baseball. Ich meine, ich pitche jedem Wesen auf dieser Erde, was atmet, den Anime Diamond No Ace. Aber dieser Boy hier ist einfach lame. Das einzige Merkmal bei ihm, was heraussticht, sind seine Schweißbänder. Freunde, der Typ hat weniger Charakter als seine Schweißbänder. Oh Mann. Trotzdem, es gibt hier eine Baseball-Folge, wo unsere Klasse gegen den Baseball-Club der Schule antreten muss. Koro ist ja auch ebenfalls am Start und gibt ihnen Botschaften mit. Naja, also sie banden einfach nur jeden Pitch und irgendwie funktioniert das. Für die Leute, die Baseball nicht kennen, normalerweise ist das nicht so einfach. Aber wie es aussieht, hat Koro sie auf exakt diesen Wurf vom Ast des Gegnerteams vorbereitet und deswegen klappt das. Sie nutzen also hier ihre Attentäter-Skills, um den Boy aus dem Konzept zu bringen und so fetzen sie die Bälle weg, wie ich meine Pizza Hawaii. Weil Ananas auf der Pizza einfach ein Cheatcode ist und jeder, der das anders sieht, tut mir einfach nur leid. Also, da es für unsere Boys echt gut läuft, will auch nun der Direktor das Baseball-Team coachen. Demnach rücken alle wieder hervor. Sie machen also einen Comeback und erledigen die Butter. Außerdem wird der eine Typ dann zu Hulk oder so. Und irgendwie hat das Ganze nicht mehr wirklich viel mit Baseball zu tun, denn sie stellen sich einfach vor dem Butter auf und deswegen hat dieser logischerweise Angst, sie umzubringen. Er ist demnach abgelenkt und sie gewinnen das Spiel. Okay, sorry, aber das Sportgenre überlassen wir dann doch lieber den Kollegen hier. Machen wir lieber weiter mit dem Attentäter-Klassenraum. Mittlerweile sind nämlich 4 Monate vergangen und die Schüler werden immer besser. Außerdem bekommen sie einen neuen Lehrer, den klassischen, liebenswürdigen, dicken Anime-Charakter. Sein Name ist Akira und er sieht echt nett aus. Mit einer Son Gohan-Locke kann man halt einfach nicht böse sein. Naja, als aber das Training dann angefangen hat, hat er seine wahre Seite gezeigt. Ich meine, selbst bei den Mädchen zieht er komplett durch. Koro-Sensei würde ihn zwar sehr gerne aus dem Leben raiden, aber leider darf er ihn nicht schlagen. Demnach müssen sich unsere Schüler nun seinem Training beugen. Bevor er aber weiter durchdreht, kommt Ehrensuma natürlich wieder zurück. Akira schlägt hierbei einen Wettbewerb zwischen den beiden Lehrern vor. Karasuma soll nämlich einem Schüler ein echtes Messer geben und ihn gegen Akira antreten lassen. Natürlich fällt dann seine Wahl auf den Hauptcharakter und Nagisa nimmt das Ganze auch an, weil er Karasuma völlig vertraut. Das Ding ist, dass Fetty hier unseren Boy komplett unterschätzt. Nagisa bleibt hier jedoch so cool, dass Akira gar nichts bemerkt und beinahe getroffen wird. Schlangenmäßig wie Kevin Durant schlägt Nagisa also nochmal zu und gewinnt mit seinem Angriff. Bevor die Fusion aus Dick und Doof dann weiter Stress schieben kann, kümmert sich Karasuma um den Rest.
und für diesen miesen Unterricht gibt es als Entschädigung erstmal ein kleines Bad, bei dem die Mädels dann auch mal herausfinden, dass Nagisa eigentlich ein Boy und kein Girl ist. Und bei diesem ganzen Spaß finden sie auch den sinnvollsten Hinweis, um Koro zu erledigen. Unsere Primadonna kann nämlich nicht schwimmen. Und wie es aussieht, hat sein Bro dann einen der Schüler bestochen, um seinen nächsten Anschlag zu planen. Terasaka wird also reingelegt und bringt alle Schüler ins Wasser. Daraufhin drückt er mit seiner Waffe ab und betätigt damit den Auslöser, weswegen alle Schüler nun den Wasserfall herunterfallen. Natürlich wusste er nichts davon, aber dafür ist es nun zu spät. Bei der Rettung hat Koro-Sensei auch alle Hände voll zu tun. Und da das Wasser mit Anti-Koro-Sensei-Flüssigkeit versetzt wurde, und ja, das heißt so, sind seine Bewegungen nun eingeschränkt. Terasaka sieht also ein, dass er ein Idiot ist und möchte nun Kamas Plan folgen, um seine Mitschüler zu retten. Er tankt also hier die Shell von Itona und die Schüler nutzen das Wasser dann auch gegen den Boy. Demnach zieht er wieder seine Tentakel ein und das war's so ziemlich. Da sowieso die Trimesterprüfungen anstehen, wird hier erstmal fleißig gelernt. Koro-Sensei motiviert auch hier seine Schüler, denn für jeden ersten Platz, den sie in einem Fach machen, lässt er sich einen Tentakel abschießen. Das Ding ist nur, dass ihre Gegner dieses Mal furchteinflößender als Akatsuki selbst sind. Denn da hätten wir zum einen meinen verschollenen Bruder Araki, Mr. Mein Friseur hat einfach gefreestylt, Sakakibara, Koyama, der ehrlicherweise so aussieht, als wäre er von einem bösen Anime, der mit H anfängt, geisekeit worden. Dann gibt's da noch Seo mit dem klassischen Joestar-Lächeln und, weil die Haarfarbe rot schon vergeben war, gibt es hier den Boss mit orangenen Haaren, nämlich Asano, der Sohn des Direktor. Die A- und die E-Klasse gehen dabei auch eine Wette ein, nämlich dass die Klasse, die besser abschneidet, der anderen etwas befehlen darf. Und wie schon zuvor, wird die Prüfung hier wieder zu einem Monster, was besiegt werden muss. Und ich find's einfach lustig, dass die Sequenz, wo die Schüler eine Prüfung schreiben, besser animiert ist als die gesamte vierte Staffel von Seven Deadly Sins. Unsere E-Klasse rasiert dabei auch komplett und die aus der A-Klasse losen echt hart ab. Der wahre Kampf beginnt aber bei der Matheprüfung und wird ausgetragen zwischen Asano und Kama. Nach diesem außerordentlichen harten Kampf und nicht einfach nur einer schriftlichen Prüfung, kommen wir also zu den Ergebnissen. Im Fach Englisch hat Ryo sich nämlich den ersten Platz gegönnt. In Japanisch hat unser Musterboy jedoch rasiert. Doch was Gesellschaftskunde angeht, konnten sie den Typen doch mal übertrumpfen. Naturwissenschaft hingegen hat unser klassisches brillentragendes Mädchen Okuda geklärt. Aber das Monster der Mathematik konnte natürlich nur Asano zähmen. Kama hat hier auch abgelost, weil er das Ganze viel zu chillig angegangen ist. Koro-Sensei provoziert ihn hier also ein wenig, um sein Potenzial als bunthaariger Anime-Character komplett ausschöpfen zu lassen. Ach ja, und Terasaka scheint voll der Soma zu sein und er hat mit seinen Homies in Hauswirtschaft viermal den ersten Platz gemacht. Im Klartext heißt es also, dass Koro ganz schöne Probleme bekommt, denn die Schüler haben ihn 7 Tentakel abgeluchst. Außerdem haben sie die Wette gegen Klasse A gewonnen und als Befehl haben sie sich einfach mal die Klassenfahrt der anderen gemobst. Der Attentäterunterricht geht aber trotzdem weiter und ihre Sniper-Skills werden ordentlich trainiert. Besonders der Typ ohne Augen ist wohl ein richtiges Adlerauge. Außerdem ist auch der Sensei von Irina zu Besuch, um unseren Squad Geheimtricks beizubringen. Und auch er sieht besonderes Talent in Nagisa. Damit geht also die große Reise nach Okinawa, also die Klassenfahrt, los. Dabei gönnt sich Koro-Sensei auch einfach mal diese andere Bräune. Aber er kann sich natürlich nur mal häuten und bekommt so sein Simpsons-Town wieder. Und genau das war auch der Plan der Schüler, da er das Ganze nämlich nur einmal pro Tag machen kann. Am Abend des ersten Tages haben sie nämlich ihren großen Move geplant. Aber hey, als Ablenkung darf Koro-Sensei wenigstens einen nice Anime schauen, nämlich seinen eigenen. Was ihm hier aber ziemlich peinlich ist, weil dieser ganze Film eigentlich nur aus seinen peinlichsten Momenten besteht. Das Ganze geht also eine volle Stunde, was ihn so sehr mitgenommen hat, dass er nicht einmal bemerkt hat, dass sie das Gebäude langsam ins Wasser haben absinken lassen. Sie nutzen also diesen Moment, um die versprochenen Tentakel einzulösen. Daraufhin geht die Kapelle ganz auf und sie kreisen ihn mit Schülern ein. Der Pistolenhagel geht zwar los, aber das Ganze soll ihn hier nur einkreisen. Die Sniper sorgen nämlich hier für das KO. Aber unser Boy hat noch ein Ass im Ärmel, beziehungsweise mehr einen Cheatcode in der Hinterhand. Ja, er hat sich in eine komische Kugel verwandelt und kann jetzt absolut alles tanken. Das wiederum macht unsere Klasse ziemlich depressiv. Und dazu kommt noch, dass alle irgendwie extrem müde sind. Wobei, das hat wohl einen anderen Grund. Wie es aussieht, ist nämlich die komische Gestalt aus Detective Conan daran schuld. Seien wir ehrlich, wer hatte als Kind bitteschön nicht Angst vor diesem Typen? Wie dem auch sei, dieser durchaus mysteriöse Typ hat den Schülern ein bestimmtes Mittel verabreicht. Um also nun das Gegenmittel zu bekommen, müssen sie Koro eintauschen. Eigentlich sollten auch nur Nagisa und Kayano Koro-Sensei ausliefern. Aber Koro und Karasuma vertrauen hier ihren Schülern, es mit den Profi-Killern aufzunehmen.
Sie dringen also erstmal ins Hotel ein. Aber die ersten Wachen schieben sofort Stress. Doch das Ganze ist absolut kein Problem für Irina. Sie kann also hier die dreckigen Dance mit ihren Rundungen, wobei, naja, die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun gehabt, oder? Es waren nur die Piano-Skills, die Männer alle abgelenkt haben. Wie dem auch sei, auf dem nächsten Stockwerk können sie sich als Gäste ausgeben, da viele reiche Schnösel ihre Kinder im Schlepptau haben. Doch der eine Killer im Hawaii-Hemdo macht dabei Stress. Eine unserer Schülerinnen konnte ihn aber entlarven, weil sie sein Gesicht wiedererkannt hat. Der Typ mit dem Outfit, als würde er jede Sekunde ein Deutschrap-Album droppen, hat nämlich den Virus in die Drinks der Schüler gemischt. Karasuma wird dabei auch von dem Gift getroffen, aber seine Kicks sitzen natürlich immer noch. Doch danach müssen sie leider alleine weitermachen. Und übrigens, der Partner vom Conan-Gegner hat auch einen ausgewählten Gaumen. Er frisst nämlich nur Ramen mit Waffe. Der nächste Gegner ist zwar eine Nummer zu viel, aber Karma scheint ordentlich reinhauen zu wollen. Und wow, ich glaube Karma war eine Weile bei Whis oder so, denn sein Ausweichen ist einfach anders smooth geworden. Aber natürlich ist auch sein Angriff ordentlich spicy. Nur das Ding ist, dass der Killer immer noch dreckig spielt. Das Ganze ist aber gar nicht so schlimm, denn Karma tut einfach das gleiche. Unser Boy hat sich nämlich vor dem Giftangriff geschützt und danach selbst ausgeteilt. Der Killer wird also hier übermütig und Karma kann ihn deswegen ordentlich dribbeln. Auf dem nächsten Level müssen sie sich jedoch tarnen. Und weil natürlich eine Gruppe von Jungs im Club immer auffallen und Ärger machen würde, übernehmen die Mädels die nächste Nummer. Und naja, also Nagisa ist dann natürlich auch am Start. Und ja, es war auch irgendwie klar, dass sich dann einer der Jungs irgendwie einen übelsten Crush auf Nagisa schiebt. Weil die Mädels dann auch nicht weiterkommen, hauen sie einen Kick raus, um die Wachen irgendwie so abzulenken. Und was Nagisa im Frauenoutfit angeht, das Ganze hatte eigentlich keinen wirklichen Nutzen und wurde wahrscheinlich nur für eine bestimmte weirde Art von Fans gemacht. Also, Terasaka sorgt dabei auf dem nächsten Stockwerk für ein wenig Schock-Action. Durch die Wachen, die sie ausgenockt haben, bekommen sie auch hier zwei Waffen. Danach wartet auch schon der Miniboss auf sie. Kodo kann dabei wieder den Coach raushängen lassen und seine Schüler koordinieren. Unsere Sniper machen ihre Fehler von eben also wieder gut und lassen die Leuchte mit ihrem Schuss runterfallen. Außerdem schießen sie ihm seine Waffe aus der Hand. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir natürlich zum Finale. Oh, Finale. Oh. Ja, ey, ich habe voll die EM-Stimmung, das sage ich euch aber. Wie dem auch sei, sie stürmen endlich das Zimmer des Anführers und ja, der Psycho von eben steckt dahinter. Sie wechseln aber erstmal den Schauplatz auf Sach. Ihr fragt euch warum? Naja, komm schon, ist halt cooler. Herr Son Gohan-Locke ist jetzt auch zum bösen Bösi geworden, weil alle ihn gemobbt haben, da er ja gegen einen Mittelschüler abgelust hat. Er möchte jetzt halt sein Rache-Rematch gegen Nagisa haben. Der Eklige fordert aber eine Entschuldigung vor dem Kampf. Um seine Homies zu beschützen, macht Nagisa natürlich mit. Danach sprengt Akira das Gegenmittel aber trotzdem und lacht sich dabei ordentlich ins Fäustchen. Die Wut, die sich dadurch in Nagisa breit macht, reicht für einen wahrhaftigen Anschlag aus. Terasaka erkennt aber hier die Gefahr und versucht ihn wieder ein wenig runterzubringen. Und da Akira Boy dieses Mal bereit für den Kampf ist, sieht es hier auch ziemlich schlecht aus für unseren jungen Super Saiyan Blue. Wir sollten dabei jedoch nicht vergessen, dass Irina Sensei Nagisa eine Geheimtechnik beigebracht hat. Nagisa lässt also Akiras Konzentration auf das Messer fallen, um ihn so abzulenken und mit einem Klatschen völlig aus dem Konzept zu bringen. Diesen Moment nutzt er für seine andere Waffe und so kann er dick und doof einen ordentlichen Schocker verpassen. Ein weiteres Mal hat der Akira also absolut zur Schau gestellt und besiegt. Und danach drückt er ihm sogar ein dreckiges Dankeschön für den Unterricht in seine Fresse, was diesen wohl dann irgendwie K.O. gehen lässt. Problem ist nur, dass die anderen Killer dann nochmal ein Freezer-mäßiges Comeback feiern. Aber ja, irgendwie sind sie jetzt gut geworden oder so, geben unseren Schülern das Gegenmittel, weil der Virus eigentlich doch nicht so krass war und ziehen dann wieder ab. Alle werden also geheilt, Kodo bekommt seinen alten Körper zurück und die restliche Zeit nutzen sie, um Karasuma für Irina zu klären. Aber diesen Berg von einem Mann zu erobern ist schwieriger als den kolossalen Titan zu besiegen. Schlussendlich können sie ihn aber zu einem romantischen Abendessen am Strand verlocken. Irina speedrunnt dabei auch jeden Romance-Anime und rückt schon beim ersten Date mit dem Liebesgeständnis raus. Karasuma denkt aber nur ans Töten und hat das Ganze nicht verstanden. Und damit, meine Damen und Herren, geht auch schon das zweite Trimester los. Und zwar mit Hardcore-Verstecken packen. Aber leider ist Karasuma, wie es aussieht, ein
Profi, verstecken, packen, Athlet und fängt hier alle Schüler easy ein. Kodo spielt dabei den Bewacher. Die anderen Schüler können demnach ihre Homies nicht befreien. Aber mit ein wenig Bestechung geht das Ganze schon fit. So halten sie also lange genug das Spiel durch, um am Ende doch noch zu gewinnen. Doch das Lachen ist hier wohl vorbei, da Kodo-Sensei als wahrhaftiger, perverser Unterwäschendieb exposed wurde. Doch Karma findet dabei ziemlich schnell heraus, dass das Ganze gar nicht zu Kodo-Sensei passen würde. Jemand möchte ihn hier wohl etwas unterschieben. Die Schüler stellen also hier dem wahren Dieb nach. Und da Kodo an das gleiche gedacht hat, konnte er den Täter hier auch fassen. Es handelt sich hier natürlich mal wieder um Itona und seinen Freund Shido, der den Gardinen-Drip trägt. Dieses Mal hat Itona auch Anti-Kodo-Sensei-Material an seinen Tentakel angebracht. Doch mittlerweile kennt Kodo sein Kampfmuster in- und auswendig. Also beendet Kodo den Kampf ziemlich schnell mit seinem selbsterlernten Kamehameha. Und Shido lässt Itona dann auch alleine, weil er zu oft abgelost hat. Was Itonas Tentakel dazu bringt, absolut durchzudrehen. Er macht also die Fliege, die Schüler gehen natürlich hinterher und nehmen ihn schlussendlich in ihr Pokémon-Team als neues Mitglied auf. Terasaka kümmert sich also hier auch um ihn, denn wie ihr wisst, hat er ja vor ein paar Folgen seine Redemption bekommen und deswegen versucht er nun, Itona auf die gute Seite zu ziehen. Kodo sorgt dabei auch dafür, die Tentakel von Itona komplett zu entfernen. Ja, und damit wechseln wir den Plot und kommen zu dem Typen hier, nämlich Isogai. Er arbeitet nämlich neben der Schule in einem Café, um seinen Haushalt zu supporten. Aber Streber Tsuki macht dabei Auge und will nun das Ganze der Schule verraten, weil es eben verboten ist. Asano macht aber hier eine Ausnahme, wenn die E-Klasse, nämlich die A-Klasse, bei den Bundesjugendspielen besiegen kann. Genauer gesagt beim Botaoshi. Und ja, ich weiß, das Ganze sagt euch wahrscheinlich absolut gar nichts. Aber sagen wir es mal so, das Ganze ist ein ziemlich weirder Sport. Außerdem hat Asano hier böse Außerschüler am Start, die Dragon Ball Z-mäßig ihre Gegner erledigen. Unsere Schüler kontern aber hier die Spatzenhirne einfach mit ihrer Strategie, wodurch sich eine Möglichkeit zum Gegenangriff eröffnet. Aber das Ganze ist nicht so einfach, denn Asano ist irgendwie die Wiedergeburt von Bruce Lee und verteilt böse Kicks. Aber ihr wisst ja, die Kraft der Freundschaft gleicht alles immer aus. Zusammen bringen sie also Asano zu Boden und gewinnen dieses überaus komische Spiel. Aber hey, was haben wir aus den ganzen Animes gelernt? Verlieren ist nicht schlimm. Es macht uns nur stärker und ebnet uns den Weg weiter nach vorne. Ja gut, das gilt dann aber nicht für den Direktor, denn wegen der Niederlage hat er fast alle Schüler umgebracht. Unsere Schüler hingegen haben einen ganz schönen Höhenflug und nutzen ihre Fähigkeiten aus, um Spider-Man-mäßig über Häuser zu springen. Dabei verletzen sie auch einen alten legendären Anime-Opa. Und weil er im Kindergarten arbeitet, müssen sich die Schüler nun wegen dieser Verletzung um die Belger kümmern. Das Problem ist nur, dass dieser Kindergarten eine Sakura hat. Also, die heißt halt wirklich so. Sie ist auch hier im Kindergarten und geht nicht zur Schule, weil sie gemobbt wurde. Nagisa hilft ihr aber hier wieder nach vorne zu blicken, um eben eine Sakura 2.0 zu verhindern. So gehen auch 2 Wochen vorbei. Und da sie für diese Nebenquest ihre ganze Zeit aufgebraucht haben, konnten sie nicht lernen und wurden bei der nächsten Prüfung noch mehr rasiert als Sasuke damals bei seinem Test. Das darf ja nicht wahr sein. Ich verstehe wirklich keine einzige Frage. Karma hat sich aber trotzdem den 2. Platz snacken können. Und damit geht auch wieder die Verkupplungsmission zwischen Karasuma und Irina weiter. Glücklicherweise hilft ihnen dabei auch ein netter Florist bei der Auswahl der Blumen, die Karasuma Irina dann zum Geburtstag überreicht. Aber danach versaut er es, weil er sagt, dass sie sich in einem halben Jahr nicht mehr sehen werden, da die Mission mit Kodo-Sensei bis dahin vorbei ist. Das Ganze macht Irina natürlich sauer und deswegen zieht sie ab. Die nächsten Tage taucht sie dann auch nicht mehr auf. Daraufhin taucht dann wieder der Blumenheini bei ihnen auf, der sich als Shinigami vorstellt. Wie es aussieht, hat der Typ nämlich Irina entführt und nun sollen die Schüler sie retten kommen. Nach seiner Rede haut er auch einen Kaito-Kid-mäßigen Abgang raus. Da die Schüler aber neue Ausrüstung bekommen haben, sind sie fest entschlossen, ihre Lehrerin zu retten. Doch für Mr. Shinigami ist das Ganze eigentlich nur ein Spiel. Selbst Nagisa lust hier voll gegen den Typen ab und das sogar durch seine eigenen Tricks. Die anderen haben dann zwar Irina gerettet, doch dabei stellt sich heraus, dass sie mit diesen Shin gemeinsam Sache macht und so alle Schüler ausnockt. So werden sie auch gefangen genommen. Doch Karasuma und Kodo sind natürlich schon auf dem Weg, weswegen Irina wieder ihre Schauspielskills auspackt und die Geisel spielt. So können sie Kodo Boy austricksen und direkt zu den Schülern schicken. Sie könnten zwar nun Kodo-Sensei umbringen, aber Karasuma will hier die 27 Leben der Schüler nicht aufs Spiel setzen. Dummerweise wird er dann aber durch eine Bombe ausgetrickst, die Irina hier ebenfalls trifft. Und trotz allem, was passiert ist, hilft Karasuma natürlich Irina aus der Klemme. Zusammen können sie Shin
auch in eine Falle locken. Und dabei kommt raus, dass sich der Typ einfach mal so seine Haut wegoperieren lassen hat. Eigentlich würde man hier auch davon ausgehen, dass Karasuma keine Chance hat gegen einen der heftigsten Killer auf dem ganzen Planeten, aber unser Boy ist genauso wie Son Goku. Wenn der sich auszieht, bekommt er aber dieses andere Power-Up. Doch Shinigami ist echt böse drauf. Der Typ hat nämlich noch andere Modifikationen an seinen Körper machen lassen. Der Typ hat einfach eine waschechte Fingerpistole am Start. Zu Karasumas Glück wird er aber hier von Koro-Sensei geboostet, wodurch er die ganze Attacke überlebt. Und so kann er auch einfach anders böse Fäuste verteilen, weswegen sie Shin hier komplett alle machen können. Und damit machen wir auch weiter mit den Berufswünschen der Schüler. Dabei finden auch alle irgendwie ihren Weg, außer Nagisa. Denn er hat mittlerweile bemerkt, dass sein einziges Talent wohl wirklich im Attentat liegt. Er ist sich jedoch nicht wirklich sicher, ob er diese Karriere einschlagen sollte. Und Koro rät ihn auch dazu, ordentlich darüber nachzudenken. Seine Mutter hilft ihm dann dabei auch ziemlich gut weiter. Okay, vergesst das lieber, weil die ist ja mal mega psycho drauf. Sie ist auch der Grund für seine Frisur, weil sie immer ein Mädchen haben wollte, musste er die Haare lang wachsen lassen. Sie möchte Nagisa zwar in eine andere Klasse versetzen, aber Koro lehnt diesen Antrag ab. Was ist also die logische Schlussfolgerung? Richtig geraten, die Schule abfackeln. Dieses Mal hat Nagisa aber ganz schön Glück, weil einfach mal so random ein Killer auftaucht. Der wird natürlich von Nagisa easy weggeklatscht. Und durch dieses Erlebnis kommt Nagisa auch wieder von der Profikiller-Laufbahn ab. Außerdem kann er seine Mutter etwas beruhigen. Damit kommen wir auch zur nächsten Prüfung. Denn der Direktor unterrichtet nun selbst die A-Klasse. Also, nach einer ordentlichen Runde Lernen kam es auch endlich zur großen Klausur. Doch die Monster, Klausur, waren dieses Mal einfach zu krass. Die A-Klasse hingegen rasiert mit ihrem unbändigen Hass jede Aufgabe. Terasaka scheint aber mittlerweile voll das Genie geworden zu sein. Auch die anderen Schüler kommen im Laufe der Prüfung immer besser mit den Aufgaben klar. Aber wir sind natürlich hier für das Battle überhaupt. Nämlich Kama und Asano, die sich mal wieder anders in Mathematik fetzen. Doch dieses Mal ist Kama als klare Nummer 1 siegreich hervorgestochen. Und auch die anderen Schüler der E-Klasse haben es alle in die Top 50 geschafft. Dem Direktor macht das Ganze aber extrem wütend und dabei bleibt es nicht. Er möchte nämlich nun die Schule der E-Klasse abreißen. Dazu kommt noch, dass er Koro-Sensei feuern möchte. Und sein einziger Weg daraus ist ein Spiel. Er muss also Rechenaufgaben schnell lösen, bevor die Granaten hochgehen. Aber selbst mit der Geschwindigkeit von Koro-Sensei ist das Ganze ziemlich knifflig. Er bekommt aber den Dreh raus und kann die Aufgaben vor dem Explodieren erledigen. Dadurch wird auch der Flashback des Direktor gedroppt. Er hat nämlich damals im Schulgebäude der E-Klasse unterrichtet. Nicht nur hat er seine Schüler auf die Prüfung vorbereitet, nein, er hat ihnen auch gezeigt, wie man ordentlich dankt. So wurde seine Schule also immer größer. Doch einer seiner ersten Schüler hat sich Jahre später aufgrund von Mobbing das Leben genommen, was den Direktor völlig zerstört hat. Er hat sich dann dazu entschieden, seine Schüler stark zu machen, koste es, was es wolle. Also, wieder zurück in der Gegenwart, muss er auch nun seinen Teil der Wette erfüllen und seine Aufgabe lösen, bevor die Granate hochgeht. Natürlich ist das für normalen Menschen nicht möglich, also wird er hier gestorben. Aber Koro Boy hat ihn natürlich beschützt. Er merkt also hier, dass er und Koro mehr gemeinsam haben, als er gedacht hat. So kann er seine Rache also endlich wieder vergessen. Das Ganze gilt aber nicht für Kayano, denn sie ist ja eigentlich ein ziemlich irrelevanter Charakter gewesen, aber irgendwie hat sie jetzt auch Tentakel und greift Koro Boy an. Durch das Spielen der Fallenkarte Fallengrube hätte sie Koro auch beinahe umgebracht. Aber die Saiyajins lassen sich natürlich nicht so einfach unterkriegen. Und nach diesem ganzen Auftritt haut sie auch erstmal wieder ab. Und es stellt sich dabei auch heraus, dass sie die Schwester der letzten Klassenlehrerin der E-Klasse ist. Und in Wahrheit ist Kayano auch eine Schauspielerin. Sie hat damals den Tod ihrer Schwester mit angesehen und Koro dabei gesehen. So kam sie auch an die Tentakel ran. Sie fordert nun also einen samurai-mäßigen Showdown gegen besagten Koro. Der ganze Kampf läuft zwar ziemlich gut für sie, aber die Tentakel nehmen ihren Körper so stark mit, dass sie vermutlich gleich sterben wird. Der einzige Weg, sie aufzuhalten, ist es, sie Koros Herz treffen zu lassen, damit sie ihre Mordlust für einen kurzen Moment vergisst. Damit Nagisa sie dann klären kann, denke ich mal. Er hat sie hier einfach mal K.O. beküsst. Und so konnte Koro die Tentakel auch wieder entfernen. Da nun ein wenig Friede, Freude, Eierkuchen eingekehrt ist, kommen wir endlich mal zu Koro-Senseis Flashback. Vor 2 Jahren war er nämlich der wahre Mörder, den man Shinigami nannte. Seit seiner Kindheit gab es nichts anderes für ihn außer das Morden, bis er eines Tages geschnappt wurde und an ihm herumexperimentiert wurde. Bei den Experimenten haben sie auch einfach mal Antimaterie in seinen Körper geballert. Er wurde eigentlich auch nur gefangen, weil sein Schüler, den wir davor schon gesehen haben, nämlich den Shinigami-Loser, ihn verraten hat und seinen Namen danach weiter getragen hat. Bei diesen ganzen Experimenten hat er auch Kayanos Schwester kennengelernt und langsam haben die beiden sich angefreundet. Dabei sehen wir auch mal, dass eigentlich
der Wissenschaftshaini den Mond zerstört hat. Und nun wollen sie auch Kodo erledigen. Doch seine Tentakel sind mittlerweile mehr als ready. Demnach können sie ihn nicht mehr aufhalten. So kann Kodo also Reverse-Auge machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Problem ist nur, dass Kodo in einem Jahr so oder so sterben würde, weswegen er nun die Erde mit sich nehmen möchte. Aber seine Waifu konnte ihn nochmal dabei stoppen. Leider kam es dann dazu, dass einer der Speere von Wissenschaftler Kuhn losging und sie direkt getroffen hat. Bevor sie aber zusammen mit Son Goku im Jenseits chillen kann, bittet sie Kodo noch darum, sich um ihre Klasse zu kümmern. Genauso wie Kodo brauchen diese Kinder nämlich jemanden, der sie aus der Dunkelheit befreit. Diese Backstory hat auch die Schüler hart gehittet. Sie wollen nämlich nun einen Weg finden, um das Leben von Kodo-Sensei doch noch zu retten. Nur sind eben nicht alle dafür. Die anderen finden nämlich, dass Kodo-Sensei nicht damit zufrieden wäre, wenn sie ihren Job nicht erfüllen. Dabei bricht auch ein Streit zwischen Kama und Nagisa aus. Die anderen halten sie dabei natürlich zurück. Kodo bringt sie aber dann dazu, das Ganze mit einer Runde Paintball zu entscheiden. Team Rot zieht hier nämlich auch direkt mit Snipern durch und haut die irrelevanten Charaktere raus. Team Blau ist aber auch ganz gut unterwegs. Mit Karma Boy ist jedoch nicht wirklich zu spaßen. Nein, Leute, das Ganze war nur Farbe, bleibt locker. Team Blau wird hier allgemein übelst geradet. So gehen also alle nach und nach down. Auch wenn man hier jemanden erwischt, geht man selbst danach ziemlich schnell drauf. Für Kama sieht es aber hier sehr schlecht aus, weil Nagisa nun eben auch mitspielt und sich direkt einen Pentakill gönnt. Damit kommt es doch endlich mal zum 1 gegen 1 von Kama und Nagisa. Und natürlich, Anime-klassisch, löst das Ganze den Flashback der beiden aus. Sie waren nämlich damals richtig gute Buddies, bis sie von möchtigen Gangstern überfallen wurden und Kama ihnen den Arsch versohlt hat. Nagisa hatte dann das Gefühl bekommen, dass das Kama irgendwann mit ihm zusammen langweilig wurde. Doch Kama hat sich unterbewusst immer weiter von ihm entfernt, weil er damals schon sein Potenzial als Attentäter spüren konnte. Zum ersten Mal seit 3 Jahren stehen sie also nun auf der gleichen Bühne und wollen sich nun Naruto Sasuke-mäßig fetzen. Und dieser Fight hat es auch ganz schön in sich. Kama hat zwar viel mehr Power, aber Nagisa geht hier voll auf Technik. Es wird also übelst die Dubstep-Mucke gepumpt und die beiden liefern eine absolute Show. Doch selbst als Nagisa Kamas Messer geklaut hat, geht dieser einfach komplett auf frontalen Kurs. Nagisas Gegenangriffe kratzen ihn hier nicht einmal, weswegen dieser schlussendlich auch zu Boden geht. Bevor Kama ihn jedoch finishen kann, nutzt Nagisa mal wieder das Klatschen. Kama glaubt zwar hier, er kann immer noch kontern, aber Nagisa wirft sein Messer als Ablenkung, um Kama zu Boden zu ringen. Er hat zwar hier noch eine weitere Gelegenheit, aber Kama erkennt hier Nagisas immensen Wachstum an und gibt den Kampf freiwillig auf. Um also nun Infos über die Rettung von Kodo-Sensei zu bekommen, wollen sie eine Rakete klauen, um von einem Satelliten Kodos Forschungsdaten zu bekommen. Ja, ist ziemlich weird, aber hey, wir dürfen nicht vergessen, dass Kaiba damals auch Yu-Gi-Oh! Karten ins All geschossen hat, um Aliens das Spiel beizubringen. Wie dem auch sei, das mit der Rakete klappt dann auch irgendwie ganz easy, ohne dass es jemand bemerkt, und sie schaffen es sogar tatsächlich in den Satelliten zu kommen. Der Santa Claus-Astronaut ist auch sehr nett, denn er gibt den 2 15-jährigen Kindern all ihre Forschungsdaten mit. Und ja, das ist halt wirklich so passiert. Mit diesen Infos können sie nun einen magischen Bodensaft herstellen, um Kodo-Senseis Leben auf 90 Jahre zu verlängern. Aber die letzten Monate vor ihrem Abschluss wollen sie dann doch wieder mit dem Umbringen von ihm verbringen. Durch diese ganze Zeit konnte Nagisa zwar seine Zukunft im Lehrerberuf finden und die Schüler hatten auch eine schöne Zeit zusammen, doch die Regierung macht nun richtig ernst mit einem Großangriff, nämlich mit ihren neuen auf Tentakelbasis entwickelten Superstrahl. Dabei wird auch der gesamte Vorfall mit Kodo-Sensei endlich publik. Die Schüler haben zwar die Wahrscheinlichkeit einer Explosion von Kodo auf 1% gesenkt, aber das Ganze reicht der Regierung natürlich nicht aus. Karasuma erzählt also hier den Kids, dass Kodo Fortnite-mäßig eingesperrt wurde, um ihn endgültig zu vernichten. Was auch heißt, dass die Schüler nun nicht mehr wieder zu ihnen zurück können. Karasuma vertraut aber hier in Wahrheit auf die Schüler und redet absichtlich in Rätseln, um ihnen klarzumachen, dass sie unbedingt Kodo-Sensei umbringen müssen. Zusammen machen sie sich also auf, um ihren Sensei zu retten. Um ihn danach, naja, umzubringen. Es ist also mal wieder Zeit für Kiddos machen Erwachsene fertig Action. Damit gelangen sie auch ziemlich einfach wieder zu ihrem Sensei und können ihn das erste und letzte Mal zum Geburtstag gratulieren. Diese Party wird aber mal wieder vom Gardinenmann Shiro gestört. Und ach ja, der Heini ist auch der Wissenschaftler und hat auch jetzt einen neuen Thaddeus-Tentakel am Start.
nämlich Kodos ehemaligen Schüler. Er schiebt sich nur noch einen miesen Hasskick, weil Kodo ihn damals nie wirklich als einen richtigen Schüler angesehen hat. Und seine Tentakel sind nochmal weitaus krasser als die von Kodo. Dazu kommt noch, dass Shiro auch sein Leben wegwirft, um unseren Boy zu besiegen. Gegen beide hat unser Lehrer des Jahres also absolut keine Chance. Aber unser Junge war schon immer mehr der Techniktyp. Auf diese Weise kann er den Stärkenunterschied nämlich langsam aber sicher ausgleichen und kontern. Also nutzen die beiden hier die Kinder als Druckmittel und gewinnen so wieder die Oberhand. Kodo-Sensei muss demnach einen Angriff nach dem nächsten einstecken, um seine Klasse zu beschützen. Dabei wird unseren Schülern auch klar, dass sie selbst immer schon der größte Schwachpunkt von Kodo gewesen sind. Aber das Ganze gilt nicht für ihn selbst, denn für ihn sind seine Schüler sein Mut und Grund weiterzukämpfen. Deswegen mischen diese sich auch wieder ein, um zu helfen. Kayano wird dabei aber leider mies getroffen, was Kodo zum Super Saiyajin "Ich trete dir anders in den Arsch" macht. Nagisa nutzt hier auch diesen Dragon Ball Z-mäßigen Ki-Auflader von den beiden, um die Flucht zu ergreifen. Kodo wird hier nun wirklich zum Super Saiyajin Rainbow und lässt so seinen ersten Schüler endlich seinen Abschluss machen und kann ihn so in Frieden ruhen lassen. Shiro geht dabei übrigens wegen dem Rückstoß drauf. Und ja, da Kodo den Super Saiyajin Rainbow hat, heißt es auch, dass er Son Goku besiegen kann. Nach diesem Kampf haut Kodo auch hier eine Pokémon Center mäßige Heilung für Kayano raus. Er hat nämlich das ganze Jahr an seinen Fähigkeiten gefeilt, damit sich die Tragödie von damals nie wieder wiederholen würde. Doch der Kampf hat definitiv seine Schäden mit sich gebracht. Nun bietet sich also doch noch eine Möglichkeit, den Assassination Classroom abzuschließen. Sie haben auch hier keine Zeit mehr nachzudenken, da der Laser gleich losgehen würde. Sie entscheiden sich also nun durchzuziehen, um das Vermächtnis ihres Sensei im Herzen zu bewahren. Unter Tränen und Schreien sorgt Nagisa hier für den letzten Schlag, um es ein für alle Mal zu beenden. Bevor sie dort dazu kommt, hält Kodo ihn auf, da Nagisa ihn beinahe mit den falschen Gefühlen umgebracht hätte. Mit einem reinen und herzlichen Lächeln dankt er hier seinem Lehrer für die unglaubliche Zeit, die sie zusammen gehabt hatten. Sayonara, Koro-sensei. Hi. Sayonara. Und nein, ich heule hier nicht, okay? Das ist nur der Schweiß vom Videoschneiden. Leute, wir müssen hier in der Kommentarsektion mal wirklich ein richtig, richtig dickes, fettes Hashtag Rest in Peace Kodo-Sensei droppen. Bei diesem Ende kann auch kein einziger Schüler seine männlichen Tränen zurückhalten. Da kann nicht einmal Deku aus My Hero Academia mithalten und der heult schon beim Reis essen. So macht unsere Klasse auch endlich ihren Abschluss. Außerdem haben sie das Preisgeld für Kodo-Sensei kassiert. Sie haben aber nur das Geld für ihre Studiengebühren und Aufenthalt behalten. Der Rest ging dann wieder zurück an Papa Staat. So ziehen also 7 Jahre ins Land. Karasuma hat auch endlich mal Irina geknackt. Und nachdem sich Kama und Nagisa in der Oberschule übelst gefetzt haben, ist Kama Politiker geworden und Nagisa wurde zu einem Lehrer, der Kodo-Sensei würdig ist. Und komm schon, der Rest der Schüler ist doch völlig egal, okay? Ich glaube, da wird sich safe keiner dafür interessieren. Wie dem auch sei, das Ganze beendet endlich Assassination Classroom in Minuten. Okay, Leute, nach einem 38-Minuten-Monster schmeiße ich hier ganz sicher nicht auch noch die Facecam an. Ich bin müde, ich will ins Bett, deswegen ganz kurz. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video hier da und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Wir sind kurz, wirklich sehr kurz vor der 500.000 Abonnenten, deswegen helft den guten Luv ein wenig aus. Ansonsten bin ich damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!